In einer Bar sprach er mich an. Er war betrunken und er roch nach Schweiß. Er sagte, Junge, hör mir zu. Da gibt es etwas, was ich besser weiß. Die Emanzipation ist der gerechte Lohn für die verweichlichte Männerschaft. Doch du kannst mir vertrauen, zwischen Männern und Frauen gibt es einen Unterschied, der ganz gewaltig klafft. Und was ich da hörte, was mich total empörte, es wiederzugeben, fehlt mir fast die Kraft. Er sagte, manchmal, aber nur manchmal, haben Frauen ein kleines bisschen Haue gern. Manchmal, aber nur manchmal, haben Frauen ein kleines bisschen Haue gern. Lass mich in Ruhe, ich hör dir nicht mehr zu. Du stinkbesoffenes Macho-Schwein, das hörte er nicht gern. Er fing an mir zu zerren. Kurz darauf fing ich mir eine ein. Er schrie ständig mich blind, du bist doch kein Kind. Ich mach dich alle, dann weißt du Bescheid. Doch statt mir noch eine zu zimmern, fing an zu wimmern. Jetzt hat der Typ mir plötzlich leid. Er fing an zu flehen, ich sollte endlich verstehen. Sein Mundgeruch brachte mir Übelkeit. Er sagte, manchmal, aber nur manchmal, haben Frauen ein kleines bisschen Haue gern. Manchmal, aber nur manchmal, haben Frauen ein kleines bisschen Haue gern. Und ich rannte nach Haus. Das musste ich meiner Helga erzählen. Ich ließ nichts aus, es sprudelte aus mir raus. Die Ungewissheit fing an mich zu quälen. Das war mir noch nie passiert, ich war traumatisiert. Und etwas neugierig war ich auch. Da lächelte sie und hob ihr Knie und rammte es mit voller Wucht in meinen Bauch. Als ich nach Atem rang und ihre Stimme erklang, umwehte sie ein eisiger Hauch. Sie sagte, manchmal, aber nur manchmal, haben Frauen ein kleines bisschen Haue gern.